Hallo, hier ist der Horst. Einen guten Tag, meinen Zuschauern. Heute möchte ich euch meinen neu gebauten Rechner vorstellen. Anschalten und los geht's. Oder noch nicht so ganz. Erstmal noch ein kleiner Hinweis. Und dann können wir starten. So, das sollte reichen. Danke, danke, danke. Der Applaus ist gerechtfertigt. Da oben rechts in der Ecke, das bin ich. Ja, also, so anfangen ist immer gut. Eigentlich, ja, eigentlich sollte es ein Rechner für meine Frau werden. Aber nun steht er bei mir unterm Schreibtisch. Die Anforderung, ja, eigentlich das, was alle wollen. Leise soll er sein, gut performen und nicht viel Strom brauchen. Gespielt wird ausdrücklich nicht. Ich nutze den Rechner für Fotobearbeitung, Videorendering als HTPC, naja, und für den normalen Alltagskram. Hier die Hardwareliste. Alles mit Sternchen ist aus einem alten System umgezogen. Einfach weil es gut war. Oder ist. Kommen wir zu den Fotos. Ja, in ein Mainboard. AS ROG typisch, wieder mal mit einem kleinen Bug. RAM braucht jeder. Ich habe mich diesmal zu einem 8 GB Kit entschlossen. Die Grafikkarte steckte vorher schon in einem anderen Rechner. Sie ist gut und schön leise. Ein Xeon sollte es diesmal richten. Eine rote Western Digital, sau leise und ziemlich schnell. Auch sau leise. Leiser geht's nicht. Das Netzteil hat schon in zwei Rechnern gesteckt. Die Samsung SSD allerdings erst in einem. Damit es leise wird, habe ich mich diesmal zu einem Skype Mugen 4 entschlossen. Ja, etwas Chaos auf dem Arbeitsplatz. Ja, beim Zusammenbau entstanden die Fotos. So kann es aussehen, wenn Wärmeleitpaste verteilt wird. So kann es aussehen. Müssen muss es nicht. Es ist soweit, der Rechner ist fertig zusammengebaut und läuft. Ziemlich wenig Platz zwischen dem Kühler und dem RAM, aber es reicht. Hier sieht man das nochmal genauer. 2 bis 3 mm, das ist sicher. Jo, fertig. Klappe zu und ab geht's. Viel Platz drin. Naja, was heißt viel? Aber ausreichend. Alles kriegt Luft, alles läuft. Verdammt nochmal, wo kommt eigentlich der ganze Staub her? Das ist doch ein Neubau. So sieht's von hinten aus. Die Anschlüsse reichen mir. Wenn das Grafiktablett angeschlossen ist, dürften es allerdings nicht weniger sein. Kabelmanagement à la Horst. Ja, das wäre verbesserungswürdig. Aber ach, was soll's. Klappe zu, keiner sieht's. Schön so eine Grafikkarte. Naja, was heißt schön? Sorry, der Daumenabdruck auf der Schublade sollte natürlich nicht sein. So sieht's von außen aus, ganz normal. Eigentlich nichts Spektakuläres, aber zum Beweis habe ich es mal hier mit eingebaut. Es dauert nicht allzu lange, bis das System startet. Wenn dieses Ding-Dong, was Windows sonst eigentlich immer bei Fehlern macht, wieder kommt, ist der Rechnerstart abgeschlossen. Ja, alles, was so interessant sein könnte.
In Sachen OpenGL funktioniert die Grafikkarte wunderbar. Sie ist nicht die stärkste, aber sie kniet sich doch ziemlich in die Arbeit beim Videorendern mit rein. Was man von der IGP vom Xeon nicht unbedingt behaupten kann. Nur halb so viel Performance. Hier habe ich übrigens mal den Xeon mitgebencht. Damit man mal weiß, ob er gut oder schlecht ist. Beim Rendern selber. HT abgeschaltet, Ratio in Ordnung, aber mit 8 Frames geht es schneller. Der Vorteil liegt bei etwa 12%, womit der Xeon durchaus seine Rechtfertigung erfahren hat. Es kann natürlich auch langsamer gehen, aber das ist dann Codec abhängig. Man sieht ja, keine Auslastung und nur die nativen Kerne belastet. Das kann ja nicht schnell sein. Ich bin zufrieden. Die SSD funktioniert wunderbar. Ja, und die rote Kaviar auch. Eigentlich uninteressant. Aber der Vollständigkeit halber mal mit eingebaut und hier unter Last. Das haben wir noch mal besser. Ja, die Temperaturen beim Primelauf verdammt nah am Maximum, also am vertretbaren Maximum. Aber es geht noch, ja, und das muss er abkönnen, sonst hätte er nicht Prozessor werden dürfen. Der Turbo funktioniert offensichtlich, wenn er auch nicht allzu viel anhebt. Aber ich habe es ausprobiert, 3,8 GHz sind auch drin, wobei sich die Temperaturen nicht weiter ändern. Bringen tut es aber letztendlich gar nichts. Ungefähr eine halbe Stunde gelaufen das Ganze, um 16.01 Uhr gestartet, um 16.25 Uhr zu Ende. Nochmal in der Übersicht. Mit dem Stromverbrauch bin ich sehr zufrieden. Ja, ich muss sagen, ich habe noch nie ein System gehabt, was derartig genügsam in Sachen Stromaufnahme war. Also was hier im Primelauf passiert, naja, das ist irrelevant. So, und nun heißt es leise sein, sonst hört man das Betriebsgeräusch gar nicht. Wobei ich muss sagen, ich habe hier die Verstärkung unheimlich hochgezogen, damit man überhaupt hört, was die Lüfter so machen, beziehungsweise was sie nicht machen. Und das ist Krach. Krach gibt's nicht. Den Unterschied zwischen Lüfterlärm und kein Lüfterlärm hört man nachher, wenn ich wieder ausschalte. Inzwischen mal zur Demonstration, dass allerdings auch nicht viel Luft gefördert wird. Den Streichholztest, aber immerhin. Es schafft es fast, das auszupusten. Es wird also so viel Luft bewegt, dass Wärmestaus ganz sicher ausgeschlossen sind. Achtung, jetzt kommt's. Gleich wird ausgeschaltet. Na, war's zu hören? Und das Ganze nochmal von oben. Hier sieht man übrigens, wie schön langsam der Lüfter rotiert. Das tut er, weil er mit 5 Volt über Adapter läuft. Ja, Zufriedenheit macht sich breit. Aber. Irgendwo ist immer ein Haken. Der Haken wird hier mal demonstriert. Oh no! MPV Virtu? Oh no! Ein Ding der Unmöglichkeit. Zumindest mit meinem bevorzugten Videoschnittprogramm. Also hätte es ein Xeon ohne Grafikkarte
Backkern und ein billigeres Mainboard auch gemacht. Naja, nächstes Mal mache ich es besser. Das Resümee in Kurzform. Zum Schluss eine Urheberrechtserklärung, damit wird das Video etwas professioneller und außerdem kann das eventuell sogar Ärger vermeiden. Und ausschalten. Tschüss, sagt Horst.